18. Spieltag in der Regionalliga West, der VfB Homberg zu Gast bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Die Gastgeber um Coach Nicolas Michati segeln aktuell im Tabellenmittelfeld. Nur eine Niederlage aus den letzten 5 Spielen, am vergangenen Samstag mit 3:0 beim Bonner SC gewonnen. Das kann sich sehen lassen und auf der Gegenseite der VfB Homberg, da sieht die Welt nicht ganz so ordentlich aus. In der vergangenen Saison schon viel mit Abstiegskampf beschäftigt, aktuell Tabellenplatz 17. Und heute ging es mit einem Nackenschlag los. Zu schnell für die Hintermannschaft, zu schnell für die Kamera. Nach 8 Minuten führt der Gastgeber. Tim Köter mit einem rotzfrechen Traumtor. Die Flanke wird zum Torschuss. Philipp Gutkowski im Gästekasten sieht nicht gut aus. Wir gucken gleich nochmal in der Wiederholung drauf, um einen kleinen Eindruck von diesem Treffer zu erlangen. Saisontor Nummer 2 für den 20-Jährigen. Der VfB auf der Gegenseite um eine direkte Antwort bemüht. Man wartet seit 4 Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Das ist Wellers. Der nimmt Könders über die linke Seite mit. Dann wieder Jan Wellers mit dem Abschluss. Homberg schnuppert am Ausgleichstreffer. Und dann waren wir die Hausherren am Zug. Oliver Fink nimmt den Torschützen mit. Tim Köter mit dem Abschluss. Scheitert diesmal an Philipp Gutkowski. Und trotzdem, Düsseldorf blieb am Drücker. 25. Minute. Fink mit dem 2:0. Der 39-Jährige belohnt Düsseldorf für eine richtig starke Anfangsphase. Das 2:0 hochverdient. Und für Fink ist es Saisontor Nummer 2. Über 273 Spiele für die erste von Fortuna Düsseldorf. Eine lebende Vereinslegende, der sich jetzt also in der zweiten die Ehre gibt. Und Düsseldorf weiterhin das bessere Team. 5 Zeigerumdrehungen später die nächste Aktion. Wieder ist Tim Köter mit beteiligt. Köter mit dem Abschluss. Diesmal allerdings nur ans Außennetz. Und immer noch nicht Pause in der Rheinmetropole. Düsseldorf hatte noch einen. 45. Minute, Homberg bekommt den Ball nicht weg und dann Tim Oberdorf aus der zweiten Reihe zum 3:0. Saisontor Nummer 3 für den 25-Jährigen. Die Glückwünsche der Teamkameraden gibt's gratis obendrauf. Oberdorf traf auch schon am vergangenen Samstag beim 3:0-Erfolg gegen den Bonner SC. Der Abschluss ist mutig, aber natürlich müssen wir über Gutkowski im Gästekasten reden. Den darfst du als Regionalliga-Torwart schon gerne mal halten. Und somit geht's mit dem 3:0 in die Kabine. Die Fortuna kann zufrieden sein mit den ersten 45 Minuten. Vom VfB muss mehr kommen. Kam aber erstmal nicht. Wir springen rein in die zweite Halbzeit und es geht vom Anstoß weg wieder in eine Richtung. Der Ball in Richtung von Jona Niemietz. Der lässt Kogel stehen, immer noch Niemietz und dann steht's 4:0. Das geht zu einfach. Der VfB defensiv mit Auflösungserscheinungen. Ein Ball reicht und dann setzt sich Niemietz mit seinem Körper durch. Im September 20 geworden, trifft schon das 4. Mal in der laufenden Spielzeit. Und bei der Fortuna sind nun auch alle Weichen auf Heimsieg gestellt. Der VfB im Januar diesen Jahres noch das direkte Duell mit 3:1 für sich entscheiden können. Heute war man gerade defensiv oftmals nicht auf der Höhe und somit gab es die Möglichkeit, für Phil Thierry Sieben gar auf 5:0 zu stellen. Er lässt sie liegen und auf der Gegenseite dann so ein bisschen aus dem Nichts zumindest mal die Möglichkeit aus 11 Metern den Ehrentreffer zu erzielen. Der eingewechselte Tim Korsten foult Talarski. Entscheidung ist unstrittig, Florian Wisse zeigt zu Recht auf den Punkt und der Gefaulte will's dann eben selber machen. Talarski gegen Langhoff und Langhoff hält. Es ist bis dato ein rundum gelungener Nachmittag für die Fortuna. Franz Langhoff hält seinen Kasten sauber. Ihm wird es allerdings auch einfach gemacht. Der ist halb hoch, relativ mittig geschossen. Und somit gab es noch eine Möglichkeit und die hatte mal wieder der Gastgeber, auf und davon der eingewechselte Emir Kuhinja. Er scheitert an Gutkowski und das dann gleichzeitig der Schlusspunkt auf einer einseitigen Partie, die die Fortuna nach 90 Minuten verdient, mit 4:0 gewinnt und weiterhin in der Tabelle nach oben schielt. Ja, ich denke, es war ein verdienter Sieg für uns, auch in der Höhe. Wir haben die Dinge an sich gut umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, wichtig war so ein bisschen der Dosenöffner, das frühe 1:0 schon nach 7 Minuten. Das hat uns dann natürlich im Verlauf mehr Räume gegeben. Dadurch musste Homberg auch öffnen. Dann haben wir nachgelegt mit dem zweiten und kurz vor der Pause das dritte. Sodass ja zur Pause schon ein deutlicher Vorsprung da war. Kurz nach der
Halbzeit das vierte gemacht. Dann hätte ich mir gewünscht, dass wir die ein oder andere Situation noch ein bisschen besser ausspielen. Da waren auch noch Möglichkeiten, das ein oder andere Tor vielleicht noch mehr zu erzielen. Wobei Homberg auch die Chance hatte mit dem Elfmeter nochmal auf ein Anschlusstor, als Franz Langhoff gut hält. Aber insgesamt bin ich natürlich zufrieden mit der Leistung, mit dem Ergebnis. Wir haben zu Null gespielt, wir haben drei Punkte hier behalten, wir haben die Dinge gut umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben. Und von daher bin ich natürlich zufrieden. Ein glücklicher Nicolas Michati, das wird eine angenehme Trainingswoche. Am kommenden Samstag geht es dann weiter gegen den SC Preußen Münster.